Hi, ich bin Sebastian und ich kann euch sagen, auf einer Geschäftsreise, da lauert das ein oder andere Fettnäpfchen. Ich meine, jeder von uns ist schon mal zu spät ins Meeting gekommen oder hat am Geschäftsessen abends ein bisschen zu viel aus dem privaten Bereich geplaudert. Wie man das Ganze verhindern kann, beziehungsweise was es für Tipps und Tricks gibt, um das zu umgehen, das werde ich euch heute mal erzählen. Fettnäpfchen jeglicher Art erwarten euch ganz gerne mal bei einem Geschäftsessen, aber der Reihe nach. Moin Moin, Servus, Gude Wie. Lokale Gepflogenheiten sind ein wunderbarer Eisbrecher, wenn ihr beim Geschäftsessen zusammensitzt. Oder ihr sprecht einfach über die Stadt, in der ihr euch gerade befindet. Oder gemeinsame Bekanntschaften, geht alles. Wovon ich abraten möchte, sind so Themen wie Politik, Krankheiten oder vor allem Lästereien. Dann heißt es nämlich ganz schnell, ciao, ciao. Habt ihr schon mal was vom sogenannten Proletenbesteck gehört? Nein? Portemonnaie? Schlüssel und das Handy. Hat natürlich allesamt überhaupt nichts auf dem Esstisch verloren, schon gar nicht bei einem Business-Dinner. Und wenn wir schon beim Thema sind, macht euer Handy gerne aus, steckt es in die Seitentasche von eurem Sakko und solltet ihr doch einen dringenden Anruf erwarten, dann sprecht das vorher mit euren Geschäftspartnern ab. Ein weiterer Tipp von mir ist, wenn der Gastgeber eine Essensempfehlung ausspricht, dann nehmt das ruhig als Einordnung des Kostenrahmens. Natürlich müsst ihr dieser Empfehlung nicht folgen, aber es muss wirklich nicht das teuerste Gericht aus der Karte sein. Und außerdem, wenn ihr euch nicht so damit auskennt, wie man einen Fisch filetiert, glaubt mir, es ist nicht der richtige Rahmen und auch nicht der richtige Ort, heute damit anzufangen. Ihr wollt als einzige Person noch einen Nachtisch bestellen? Ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Aber bitte checkt vorher aus, ob irgendjemand am Tisch nur deswegen keinen nimmt, weil er unter Zeitdruck steht. Alkohol zum Essen ist natürlich kein Problem, aber es sollte nicht zu viel sein. Und lasst euch nicht von eurem Gegenüber mitreißen. Es kann ja sein, dass er einfach mehr verträgt als du selbst. Und noch ein Tipp von mir, wenn man Alkohol nicht trinken möchte, kann man auch gerne dankend ablehnen. Ich zum Beispiel vertrage überhaupt keinen Rotwein. Ich werde davon sofort müde und dann kriege ich nichts mehr mit. Wenn es nicht anders vereinbart wurde, zahlt in der Regel immer der Gastgeber. Wenn ihr die Rechnung allerdings übernehmen wollt, macht das so diskret wie möglich und zahlt am besten gleich mit Karte. Apropos Trinkgeld nicht vergessen, die Knauserigkeit fällt sofort auf und wenn ihr dann einen Rechnungsbeleg bekommt, vergesst nicht, das Trinkgeld anzugeben. Wie sieht es eigentlich aus mit Trinkgeld im Hotel? Wem gebe ich das und darf ich diese kleinen Flaschen mit nach Hause nehmen? Also, eine Pflicht, Trinkgeld zu hinterlassen, die gibt es natürlich nicht. Aber wenn ihr mit dem Service zufrieden gewesen seid, dann dürft ihr gerne 5-10% des Übernachtungspreises zurücklassen. Und ähnlich verhält es sich dann natürlich auch bei den Koffern. In der Regel trägt man die eigenhändig aufs Zimmer, es sei denn, das Hotel bietet das explizit an. In der Luxuskategorie sieht das natürlich ganz anders aus, da gehört das zum guten Ton. Eine fremde Person unangemeldet mit aufs Zimmer zu nehmen, ist eigentlich nicht so die feine Art. Habt ihr allerdings ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung gebucht, drücken die meisten Hotels schon mal ein Auge zu. Wenn noch was kaputt gehen sollte auf dem Hotelzimmer, empfiehlt es sich proaktiv der Rezeption Bescheid zu geben. Warum? Alles andere könnte euch nachträglich in Rechnung gestellt werden. Bleibt eigentlich nur noch zu klären, was ist mit den kleinen Shampooflaschen? Darf ich sie mitnehmen oder nicht? Tja, und tatsächlich ist das eigentlich nicht gestattet. Die meisten Hotels drücken zwar ein Auge zu, aber ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr einfach nachfragt. Beim Thema Business Meeting gibt es unheimlich viel zu beachten. Ganz vorne steht natürlich das Thema Pünktlichkeit. Und da kann ich euch nur sagen, nichts ist unangenehmer, als nicht rechtzeitig zum Meeting zu erscheinen. Und auch das gebietet die Höflichkeit, erspart euren Geschäftspartnern allzu lange Meetings. Bereitet euch ausführlich auf eure Meetings vor, habt die richtige Technik dabei und vor allem die richtigen Adapter. So einen hier zum Beispiel. Habt ihr schon mal neben jemandem gesessen, dem etwas Frische wirklich gut getan hätte? Tja, egal wie anstrengend eure Geschäftsreise auch gewesen sein mag, seid so gut und lasst es euren Geschäftspartner bitte nicht merken. Für etwas frisch im Gesicht zum Beispiel gibt es diese Feuchtigkeitssprays und wenn ihr einfach nur gut riechen wollt, dann füllt ihr zu Hause einfach aus eurer großen Parfümflasche in diesen kleinen Flakon um. Und solltet ihr doch mal in ein Fettnäpfchen getreten sein, überhaupt gar kein Problem. Am besten entschuldigt ihr euch dafür und dann könnt ihr über den eigenen Fehler schmunzeln. Was ist denn euch für ein Fauxpas passiert? Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne hier unten in die Kommentare rein. Ich muss jetzt leider los, ich habe nämlich ein Geschäftsessen.